Willkommen zurück. Daylight. Folge 3. Ja. Gott sei Dank, wir haben den Knast hinter uns gebracht. Jetzt kommt ja nicht mehr so viel. Das funktioniert noch nicht. So. Society's needs come before the individual's needs. Ja, individual needs. Juckt's. Meine Güte. So, Entschuldigung. Skull. So, also, weiter geht's. Da du neu in diesem Teil des Gefängnisses bist, wollte ich dir erklären, wie es hier abläuft. Vergewissere dich, dass Werther bereit gestehen, wenn du die Türen, also bereitstehen, wenn du die Tür nach einem Verhör öffnest. Die Türen werden alle mit demselben elektrischen Schalter aktiviert. Echte Knauser, was? Und mach dir keine Sorgen wegen dem Geräuschchen in den Rohrleitungen. Da sind keine Gespenster, sondern nur die Heizungsrohre, die hier durchlaufen. Das Wartungspersonal ist von Zeit zu Zeit hier, um an die Ventile und Abdichtung zu kontrollieren. Willkommen bei den Profis, Junge. Oh, da freut man sich direkt bei dem tollen Job. Da freut man sich sofort, hier einen Handschlag zu tun. Na, Halleluja. Halleluja. Lalalala. 13. Oktober 1934 an Dr. Mercer. Selbst als neuer Finanzberater der Mid-Island-Haftanstalt gibt es nichts, was in meiner Macht stünde, um diesen Ort mehr als 9 Monate über Wasser zu halten. Aufgrund der unzureichenden Leistung der Anstalt hat man fast alle Mittel gestrichen. Sie behaupten zwar, große wissenschaftliche Durchbrüche erzielt zu haben, aber wir benötigen Resultate, die wir verkaufen können, wenn sie ihre Experimente weiter finanzieren möchten. Wenn die Gewalt nicht aufhört, droht uns die Schließung. Verteilen Sie mehr Pillen oder was weiß ich. Wir können uns einfach keine weiteren Gerichtsverfahren leisten. So. War schon der Gerichtsvollzieher wahrscheinlich, der da war. Oh Gott, I can't see anything. Ich auch nicht. Halt die Klappe. Mann, ah, hier. Ein Foto von einer Straße mit Randalen. Vielleicht ist das von früher von hier gewesen, man weiß es ja nicht. Ich bin auch total falsch gelaufen. They suffered. They suffered. Aber sie haben gelitten. Gelitten. Ich wünsche, ich fahre Schlitten, lalala, auf ihren, lalalalala. Zu Händen Werther. Auf Anweisung von Dr. Mercer haben Werther die Krankenstation nicht zu betreten, es sei denn, sie würden gerufen. Beim Überstellen von Häftlingen oder von Patienten dürfen sich Werther von den Türen der Krankenstation aufhalten, aber sie haben diese keinesfalls zu betreten, sie seien denn... Es sei denn, sie werden ausdrücklich von Dr. Mercer dazu aufgefordert. Wärter, die sich nicht daran halten, werden auf der Stelle fristlos entlassen. Okay. Oh. Juhu. Bin mal gespannt, ob ein Daylight 2 kommt. Ich glaube zwar nicht dran. Weg, Omi, geh weg. Ich hab keine Zeit für dich. Onward and upward, my dear. We have much to see and so little time. Much to see, much to learn. Sarah, listen to me. Immer der geilste Spruch am Anfang des Spiels. Sarah, listen to me. So. Das heißt für uns, auf die Suche nach neuen Relikten. Wir müssen 6 Relikte finden und natürlich den Ausgang und den Eingang. Den Ausgang und das Siegel. It can be difficult. Building hope
develops on a foundation of confusion, misery and death. Misery and death. Die Krähen haben mich nicht verletzt. Ich verstehe jetzt. Wir alle dienen. Wir alle bieten Fleisch für die Rückkehr da. Ich muss Fleisch für die Vögel finden. Fleisch für die Rückkehr. Der Krähenmann. Ist bestimmt das neue Spiel von den Machern. Der Krähenmann. Das sieht so geil aus, der Gang jetzt mit dem Wasser. Also jetzt sieht es irgendwie voll hübsch aus, dieses Spiel. Ja. La 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 la. La 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 la. Ich habe im Pumpenraum Papier gefunden. 2 Tage sind vergangen, seitdem mich die Krähen auf den Dock angegriffen und in diesen Tunnel getrieben haben. Es war, als wären sie mich, Es war, als würden sie mich absichtlich hier reindrängen. Vor lauter Panik bin ich tiefer hineingegangen, als ich dachte, hineingerannt, als ich dachte, jemand würde mich verfolgen. Und ehe ich mich versah, habe ich mich ganz verirrt. Oh Gott, ich hoffe, ich finde bald hinaus. Der Krähenmann, Teil 2. Muss ich unbedingt haben. Das ist die neueste Ausgabe, der Krähenmann. Oh mein Gott, was war das? Ich habe auch so ein Monatsabo. Ach ja. Ich meine, hey, geil, boah, ey. Geiles Spiel. Solltet ihr auf jeden Fall zulegen. Diese scheiß Jumpscares. Ich hasse diese scheiß Jumpscares. Ja? Sie sagen, sie wird zurückkommen. Sie haben mir gesagt, ich soll auf sie warten. Sie gehört zu ihnen. Wenn ich sie finde, kann ich auch dazu gehören. Sie wird hier nicht durchkommen, selbst wenn ich mich im Schlamm verstecke und sie persönlich hinunterziehen muss. So. Haben wir wieder was zu lesen? Februar 1920. Betreff Officer Davison tot. Officer Davison war am Leben. Wir haben ihn bei den Docks entdeckt, als wir eine Schiffslieferung vorbereiteten. Er kam aus der Kanalisation und tobte, wir sollten die Vögel zufrieden lassen. Wir haben alle Geschichten über den Krähenmann gehört, der die verdammten Vögel fütterten. Aber ich habe nie davon gehalten. Dawson war der Krähenmann. Er stürzte sich mit einem Rohr auf uns und wir mussten feuern. Es fielen 22 Schüsse, bevor er zu Boden ging. Als wir uns ihm näherten, um ihn zu untersuchen, stieß er uns zurück und lief in den Wald zu. Dabei schrie er etwas von einer Vorbereitung auf die Rückkehr der 13, bevor er tot zusammenbrach. Ich habe den anderen Officer den Rest der Woche freigegeben. Was zur Hölle ist mit Dawson passiert? Und was ist die Rückkehr der 13? Ja, keine Ahnung. Also ich weiß es schon. Ich möchte es natürlich jetzt für die Leute, die es nicht wissen, nicht verraten. Lalalala. Geh weg. Nein. Kack-Oma. Waren wir hier schon? Immer hier lang. Oh ja, cool. Okay, ah, doch, da kommt. Ich hab schon wieder weggedrückt. Weil ich so schnell immer drücke. Entschuldigung, das müsst ihr mir verzeihen, ja, wenn ich manchmal. Schrei doch nicht so. Ja, da ist schon mal die Tür, oder? Nee, das ist das Siegel. Das Siegel haben wir schon mal. Das Siegel haben wir schon mal gefunden. Das ist schon mal geil. Das heißt, wir müssen nur noch eine Seite und die Tür finden.
guck schnell auf die Karte, kleinen Moment. So. Ich sehe schon, gleich steht so vor mir. Oh ja, geil. Ja. Eine fucking Seite brauchen wir noch. Eine fucking Seite. Na. Hier waren wir doch schon, oder? Oder bin ich nicht da? Oh Mann. Die Suche nach der letzten Seite. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hier langlaufen. Ja, ich habe schon wieder eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Wer mich kennt, der weiß das. Ich schau mal eben. Hier mal, ja, hier lang. Hallo? Ich sehe schon, ich habe gleich keine Fackeln mehr. Und dann stehe ich da. Wo kommt denn das Licht jetzt auf einmal her da? Da waren wir, glaube ich, schon, ne, oder? Hallo? Da war der Eingang, ne, oder? Ich glaube, das war der... War das der Eingang? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, das war... Nein, das war nicht die Seite. Hallo? Ey, verdammt, wo ist die letzte Seite? Nein, fuck. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir langlaufen sollen. Ganz ehrlich. Ich halte jetzt gerade mal so ein bisschen die Augen nach so einem Kastenausschau oder nach einem roten Punkt. Aber, oh nein, die Musik kommt wieder. Oh Gott, what's that? Da ist die Tür. Nein. Da. Nein, da ist eine rote Seite. Ja. Die Woche nach dem Unfall war eine echte Herausforderung. Eine Herausforderung für mich. Diese Tunnel wurden vor dem Krieg renoviert und vergrößert. Für den Fall, dass man sich vor feindlichen Bombenangriffen schützen musste. Doch stattdessen hat man einen Auffangbecken für die Leichen geschaffen. Wenn der Wasserspiegel hoch genug stieg, kann einem der Rückfluss in das Abwassersystem ganz schön zu schaffen machen. Und im Moment kostet es mich meine ganze Kraft, um mich nicht zu übergeben. Wenn mir diese Mischung aus lauem Salzwasser und dem abscheulichen, süßlichen Geruch der faulen Leichen in die Nase steigt. Sie sind hier und wir werden sie finden. Aber ich hasse diesen Ort. Es ist fast, als ob alles hier schneller verwest. So, jetzt muss ich erst Siegel. Wo war das Siegel, verdammte Axt? Da war das Siegel. Geradeaus und dann rechts, okay. Geradeaus und rechts. Und dann am Ende links. Auf zu schreien, Mann! Isn't true. It can't be. They never forgave those who persecuted themselves. 400 years of rage, Sarah. Warum ist hier alles grün? Weg. Oh.
times we built too many walls and not enough bridges. But these walls allowed for more delicate work. Ich würde sagen, in einer weiteren Folge sehen wir uns wieder bei Daylight und dann geht's spannend an dieser Stelle weiter und ich glaube, so viel kommt, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommt nur noch der Wald und dann war's das auch, glaube ich, schon. Also, schaltet nächstes Mal wieder ein bei Daylight. Ciao!